Bestimmt, oder? Glaub schon. Ist ja eine Festung, ne? Glaub schon. Bestimmt. So unterirdische Gänge, oder? Gibt es ja meistens so in diesen Festungen. Ja. Mhm. Ja. Ja, bestimmt. Wenn ich irgendwas wäre, dann wäre ich auch gerne so geschützt. Lieber als so mit dem Schwert, oder? Ja, Pfeil und Bogen ist genau. Cool. Nee, nicht mit Schwert, aber Pfeil und Bogen ist gut. Oder? Ja, aber ich glaube, wir müssten ein Essen kochen oder so. In der Zeit. Doch. Nicht ein Essen kochen. Und genau aufpassen. Egal, dann machen wir das lieber im Mulan. Dann schneiden wir so unsere Haare kurz. Ah. Oh, ich hätte gerne zu so einer Zeit gelebt, wo es so Bälle und so noch gab, weißt du? Kennst du die Serie Bridgerton auf Netflix? Mm-mm. Zu so einer Zeit hätte ich gerne gelebt. Hm. Ja, so mit Bällen und so, voll schön. Aber ich glaube, da dürfen Frauen gar nichts. Ich glaube, unsere Zeit ist schon in Ordnung. Ja, ich habe da auch Häuser gesehen. Ja, die Männer, die sind alle bewohnt. Also, wir haben auch mal geguckt, da oben irgendwo haben wir ein Haus angeguckt. Gar nicht so weit hoch. Da gibt es nämlich auch direkt einen Zugang zum Strand darunter. Dann kannst du da runter schwimmen. Haben wir auch geguckt. Das sind alles denkmalgeschützt. Die ganzen Häuser, die da sind, sind denkmalgeschützt. Ja, richtig schön. Neubau ist gar nicht mein Geschmack. Ja, die sind richtig schön. Ich liebe auch so Stuck oben an den Wänden. Das finde ich richtig schön. Ja, aber das ist jetzt eher so wie, das sind so Steinhäuser meistens, ne? So richtig wie so, ne? So, aber es ist auch schön. Richtig schön war das, ja. Wie so ein Puppenhäuschen teilweise. Ja, das war noch, wenn die Fenster so, so Holzdielen haben oder der Boden, wenn das Holzdielen sind und du gehst und bei jedem Schritt machst du Doch, da gibt es viele Häuser, die zu verkaufen sind. Fast alle kann man kaufen, die da sind, ja. Voll toll. Mhm. Sind die aber sehr teuer? Damals war bezahlbar, nö, kann man bezahlen. Ja, aber jetzt weiß ich nicht, ne? Ist ja jetzt auch schon kein Problem, 4 Jahre her.
Also kein Unterschied zu den anderen. Also natürlich gibt es auch Luxushäuser, ne? So ist ja nicht. Gibt doch richtig teure Villen da. Aber sind die dann auch so mit Pool oder sind so die bezahlten Häuser so einfach Häuser? Nee, da sind, also hier sind keine Pools. Da ist ja gar kein Platz für einen Pool. Du hast ganz schmale Grundstücke nur. Stehst meistens nur auf dem Grundstück, wo das Haus steht. Mehr ist dann nicht aber meistens. Aber so eng ist auch manchmal gemütlich. Ich zum Beispiel kannst du die Kramer Amtsstuben ja. in Hamburg. Ja. Ich liebe dieses Witwenhaus, heißt das so? Ja, ich glaube ja. Das ist ganz klein. Och, das ist so gemütlich. Ja, ist ja auch gemütlich, ne? Oder wir waren in Bremen, in so einem Teestübchen heißt das. Das ist in der Schnurstraße, das ist ja auch alles so verwinkelte Gassen und so. Und da gab es so einen richtig tollen Teeladen. Ich glaube auch nur deshalb sind wir da hingefahren, kann es sein. Nach Bremen gibt es einen Teeladen. Und das war auch so gemütlich und so schön. Das war alles so eng und schmal und richtig alt einfach. Voll schön. Voll Ja. Ich bin auch mal zum Ort geschwommen, wo es viele Schiffe waren. Und das ganze Wasser hat nach diesem Benzin, nach dem Schiff gerochen. Das war so widerlich. Ja, das ist auch gefährlich, ne? Und danach bin ich auch krank geworden. Ja. Ich dachte, es war richtig gut, auf so einem Boot zu arbeiten. Nein.
Aber es wäre voll schön, wenn es auch entspannte Bootsuchen geben würde, ohne so Party. Ja, ist schon nervig, diese Party. Ich so, Entschuldigung, ist echt nervig. Nee, weil es kann schon cool sein, aber manchmal finde ich das einfach, also Ruhe einfach. Ja. Natur genießen, leise Musik. Und dann fährt man da an schöne Orte. Ja. Und das ist ja auch richtig laut. Genau, die machen richtig laute Partymusik. Eigentlich auch bei normalen Bootstouren. Wir hatten ja auch einen Fett, eine normale Bootstour, aber auch laut Musik mit Schaum und allem. Und in Fettier sind die Boote so gewackelt. Also das bis nach oben gegangen und wieder runter. Oh, und du kannst gar nicht aufsteigen. So aber hoch. Ihr habt doch gesagt, es war richtig windig. Es war nicht windig. Das war in Ordnung. Das war nicht windig. Das war hier in Afsala war das. Das war auch nicht windig. Das war ganz normal alles. Und in Fettier war gar nicht windig, aber richtig hoch. Das Schiff ist nur hoch und du kannst gar nicht drauf. So hoch. Ich weiß gar nicht, wie das bei uns war. Wir hatten aber so ein Minischiff. Ne? Wir hatten wirklich, wie gesagt, Dann hatten wir ja hier auch. In Afsala war Minischiff, keine Angeltour. Ich weiß gar nicht, ob bei uns das so gewackelt hat. Und in Fethiye das Wasser, wow. Wasser, wow, aber da war es richtig toll gewackelt, ne? Ich glaube bei uns nicht so, weil ich saß sogar am Ende und habe meine Füße reingesteckt, während das Boot gefahren ist. Allah, dann hattet ihr Glück. Ja, da hatten wir, glaube ich, richtig Glück. Ich glaub, es und richtig uns hat er gesagt, das wackelt gar nicht. Er hat uns die Bootstour am Abend verkauft. Und ich habe gesagt, hä, wie wackelt nicht? Das Boot geht von oben nach unten. Nein, das ist nur am Abend, dann brechen die Wellen rein. Morgens ist ganz, ja hier, morgens genauso. Ja. Voll verarsche. Müssen wir nicht hier irgendwo abbiegen? Ja. Ja. Lustig. Oder nicht? Ich sehe mit ganz gut. Zeig auf den Weg. Heute. Ich habe schon aber mit Tieren. Echt? Nee, wir hätten da vorne schon einen Startraum. Da, wo der Herr ist. Viele Herren! Ich bin eigentlich. Das war richtig schlechte Beschreibung. Siehst du den Herren? Viele Herren! Hier raus. Hoch. Wieder. Ich habe doch Orientierung, merke ich gerade. Nee, habe ich wirklich. Ich weiß nicht, wieso. Lieferant, genau. Ah, ich wollte dir einmal zeigen, was ich für Kopftücher suche. Damit du so weißt, was momentan, also was ich damit meine. Siehst du da oben diese mit den Mustern? Sowas wird momentan voll oft getragen. Ah, okay. Ja, da oben, genau, ne? Genau, sowas will ich. Die sind aber recht, nicht mehr rechteckig, sondern sind ja viereckig, oder? Die Tücher? Nee, es gibt, glaube ich, auch welche, die so sind. Wie ein Schal. Ja, aber ich weiß nicht, ob es das hier gibt. Und sie sind nicht stretchy. Sind sicherlich Stoff. Nee. Ja, ist Stoff. Ja, mochtest du ja nicht eigentlich, ne? Nee, ich mag nur Jersey eigentlich. Ja. Die
Jess ist hier sehr warm in der Hitze, ja, weiß ich auch nicht. Warte. Ja, wir müssen hier holen. Ist da? Ja. Was ist da, bitteschön? Ah ja, müssen wir. Ich habe diese Bank gesucht, ich habe die gerade noch nicht gesehen, aber...